Halo teman-teman, kita kali ini ketemu lagi di tour saya hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 22 kayaknya ya, Oktober. Jadi hari ini kita akan tur ke Sendanggila. Jadi saya berangkat dari Kute menuju ke Lombok bagian utara melewati Sembalun ya. Kita akan melihat pemandangan yang indah, tetapi jalannya tentu sangat menanjak atau juga menurun ya. Kita akan melewati perbukitan-perbukitan ya. Saya sampaikan juga ke dalam bahasa Jerman, also für die Gäste, also wir sehen uns wieder hier in diesem Video und ich bin jetzt wieder unterwegs, bin jetzt in Kuta nochmal. Für eine große Fahrt heute, dann dauert es dann den ganzen Tag. Normalerweise fahren wir dann jetzt gleich in 20 Minuten, 7.30 Uhr fahren wir los, ja, von Kuta aus. Dann es geht ja nach Norden hin, über Sembalun und weiter nach Sendanggila. Ja, also da sind ja die zwei bekannten Wasserfälle im Norden, Sendanggila und Tiukelep, ja. Und heute, am Samstag, dem 22. Oktober, ja, bin ich dann hier jetzt wieder unterwegs und ich will euch auch zeigen, wie alles dann aussieht. Lombok, ja, Straßen, die schöne Landschaft und die Aktivitäten, die wir dann hier unternehmen werden, ja. Und ja, bleiben Sie bei mir oder bleibt ihr bei mir und ihr werdet dann auch schon viel miterleben, was wir dann heute dann unternehmen werden, ja. Okay, dann bis gleich. Ja, ich habe ja mit der Arbeit seit 1991 angefangen, ja. Also das ist schon lange. Wow. Ja, also okay. Ich habe ja damals auf Java angefangen, ja. Okay. Ja. Mit der Arbeit, ja. Und ja, dann 2012 bin ich dann hierher umgezogen, ja, ja, nach Lombok, aber ich bin gebürtig eigentlich schon auf Lombok, ja. Ja, okay. Ja, aber ich war damals auf Java aufgewachsen und habe ich damals die Arbeit dort angefangen und war ich dann auch schon mehr oder weniger für deutschsprachigen Touristen spezialisiert irgendwie. Okay. Ja, also ja, das macht mir auch schon viel Spaß, muss ich sagen. Es ist schon meine Leidenschaft geworden. Ja? Ja, ja. Also das ist wirklich tolle Sache, immer mit Leuten dabei zu sein oder mit Leuten zu sprechen oder unterwegs mit Leuten. Und ja. Und ich erzähle auch gerne sowas, deswegen. Und das ist halt so eine einfach mal tolle Sache für mich selbst. Ich kann immer die Zeit so genießen, mit ja. Leuten unterwegs zu sein. Ja. Und ja, dann sagt man bei uns hier, das macht man aus dem Spaß, aber man verdient auch schon ein bisschen damit. Perfekt, oder? Ja. Ja, also Kombination. So was sucht man jetzt in der modernen Zeit, ja, zum Beispiel auch, man kennt jetzt langsam mit der Remote-Arbeit, ja, also das heißt, man arbeitet von zu Hause und oder von unterwegs, ja, von anderen Ländern und wichtig ist, dass natürlich die Arbeit erledigt ist, ja, und das ist halt tolle Sachen, was man heutzutage sucht, ja. Das erkennt man, das kennt man auch als sogenannte Nomadenarbeit, sowas, ne? Ja. Aber ich meine, diese Arbeit als Reiseleiter kann ich immer genießen, ja, also soweit, wenn gerade Leute aus Europa in Urlaub sind, sind alle schon tolle Menschen, freundliche Menschen. Und sage ich immer, es ist echt toll, wenn die Leute halt hier im Urlaub sind und die sind immer, ich meine, die sind ja immer freundlich, die sind netten Menschen. Ja, ich weiß nicht, manchmal erzählen Leute halt was anderes, wenn die da zu Hause sind. Aber gerade im Urlaub muss man einfach mal Spaß haben. Ja? Muss man einfach
die Zeit, jede Zeit, jede Minute irgendwie genießen, weil die Zeit selbst Gold wert ist. Ja, ja. Dann, das ist ein traditioneller Markt. Ja? Ja. So sieht es aus, ja, dass der Markt einfach mal so direkt an der Straße liegt. Ja, und manchmal gibt es auch Staus wegen Markt, wegen Aktivitäten von Menschen. Ja. Und da gibt es dann alles, was man braucht zum Leben. Also das heißt, man geht nicht immer zu einem Supermarkt zum Einkaufen bei uns, ja. Ja, sondern einfach mal zu so einem Markt. Ja. Also das ist halt schon günstiger und alles frisch. Ja. Also Gemüse kommen direkt ja von den Reis, von den Bauern direkt her. Ja. Und da ist einfach mal so frischer Gemüse zum Beispiel. Ja. Ah, ja, Reis, ja. Ja, es gibt ja eigentlich viele Sorten von Reis, ja. Also ich schätze mal vielleicht 4, 5, ja, Sorten, ja. Ja. Aber die sind alle, wie sagt man, so eine Kreuzung, also von verschiedenen Sorten, ja. Also das heißt ja, das ist eine Art von Erfindung dann, ja. Ja. Also damals haben wir dann ursprünglich normaler Reis, was man zum Essen hatte, dass die Reispflanzen irgendwie 6 Monate brauchten bis zu der Erntezeit, ja. Ja. Aber jetzt hier durch die Kreuzung und würde es auch schon einige Sorten erfunden, ja. Dann kennen wir wie Jasmin zum Beispiel, es riecht schon sehr angenehm, es düftet und man will auch das gern haben als Normalreis beim Essen zum Beispiel, ja. Und dann gibt es auch schon Klebreis, ja, also ja. Oder auch schon Klebreis, aber schwarzer Reis, ja, oder roter Reis, ja. Die sind aber schon original, ja, also normaler Reis, Klebreis, schwarzer Reis, roter Reis, das erkennt man ja direkt von den Farben, ja, also von den Körnern. Wenn man sowas kauft in dem Markt, ja, zum Beispiel, ja, dann sieht man ja von den Farben, was für ein Reis, ja. Aber die Reis, Klebreis, ja, aber die sind eigentlich die Sorten von Klebreis, die sogenannte schwarze Reis, Rotreis und so weiter, ne, die werden normalerweise für Kuchen gebraucht, ja. Ja, also es ist ein bisschen klebrig, ja. Ja, ja. Und aber normaler Reis, dann ist ja nicht so klebrig, ja. Und es wird nur zum Essen gebraucht, ja. Also dass die Einheimischen 3-mal am Tag voller Teller Reis essen, ja. Ja. Also morgen wird es warm gegessen, mittags, abends, ja. Und das geht einfach schwierig ohne Reis, ja. Das Leben wird schwierig für die Einheimischen ohne Reis, ja. Ja, dann gibt es verschiedene Sorten. Aber von den Pflanzen selbst, ja, nur die Experten oder nur die Reisbauern, die das sofort erkennen können, ja. Okay. Die Pflanzen, die sehen etwa ähnlich aus, ja. Aber wenn man das aufmacht, ja, also die Körner, dann sieht man, ob die dann schwarz oder rot sind, ja. Sind schon teurer, die Klebreis, also Klebreis ist ja schon teuer, ja, also die schwarze, die rote, auch schon ganz weiß ist ja Klebreis, ja, und die sind ja schon teurer, weil die dann oft dann auch damit Geschäft gemacht werden, also ich meine, daraus wird dann Kuchen gemacht, ja, und so, ne, oder vielleicht Brot, ja, Brotchen, ja, oder auch schon aus dem normalen Reis, was man hier isst, ja, wird auch schon Brot produziert, ja, also bei uns, ja, ja. Okay. Aber manchmal versteht man falsch, ja, also die Einheimischen sagen Brot, aber die sind ja Kuchen, ja. Ja. Also ja. Wenn man in einem Supermarkt kommt, ja, und fragt nach einem Brot, ja, vielleicht verstehen die dann meistens maximal unter Toast, ja. Ja. Aber Brot heißt es bei uns, ja, Kuchen, ja, das wird dann es wird dann süß meistens, ja. Manchmal auch sogar sehr süß, ja? Ja. Ja, und dann das geht nicht, also vielleicht könnt ihr nicht essen, ja, also weil es dann zu süß manchmal ist, okay. Ja. Ja, und genau, ja.
Aber weil es dann nicht üblich ist, dass die Einheimischen Brot hier essen, ja? Weil sie dann meistens nur Reis essen, ja. Ja, damals auch, ich war damals auch schon viel auf Java unterwegs für eine Rundreise. Ich war oft auch schon mit großen Gruppen, weil die Leute damals oft dann mit großen Gruppen unterwegs waren. Die Senioren zum Beispiel, die Rentner. Ich war dann eine Woche im Schnitt ja unterwegs auf Java und auf einer Rundreise und habe versucht, irgendwie, wir hatten ja wenig Zeit zum Essen und habe versucht, irgendwie mal so wie die Gäste dann zu leben einfach, ne? Also ich meine, ja, ich versuche mal so Brot zu essen, ja, beim Frühstücken, ja, und aber dann kurz nachher, als vielleicht nach einer Stunde, zwei Stunden hatte ich sofort Hunger wieder, ja, und dann das ging nicht, deswegen muss ich dann als Indonesier immer Reis suchen, ne? Zum Essen oder zum Frühstücken zum Beispiel, ja. Ja, so ist es dann. Ja, die Gewohnheit ist ganz halb anders hier bei uns. Ja, ne? Ja, also vielleicht in Europa als Indonesier wäre dann uns dann schwierig, ja. Also wenn wir dann die ganze Zeit immer Brot essen, ne? Ja. Oder vielleicht kann man auch doch gut leben dort hier, ja, wenn das Brot wirklich satt macht, ja. Ja, es gibt genau. Brot und Brot. Also so Weißbrot, das kaufen wir auch nicht mehr. Okay. Aber halt mehr so Vollkorn. Oh ja. Oh ja. Die Jungen bei uns, die essen auch nicht mehr so viel Brot, ja, sondern mehr so Müsli, Haferflocken, Granola, so. Oh ja. Ja, also vielleicht nennen wir dann auch hier die junge Generation, ja, Generation von Millennials. Ja. Ist das eine Millennials-Generation, ne? Bei uns die junge Generation, die dann vielleicht so im Jahre 2000 geboren sind, ja, ja, die sind das Leben dann voll, alles dann mit Technologie ausgerüstet, irgendwie, also mit Handy und so weiter, ja, ne? Ja, also alles so einfacher jetzt geworden mit dieser Technologie und so weiter, ne? Und ja, vielleicht kennen die dann noch nicht so richtige Brot oder man isst aber bis jetzt noch lieber Brot bei euch, ne? Also dann, ja, ja. Man isst schon. Die Jungen weniger, weil sie auch ein anderes Bewusstsein für die Ernährung haben. Ah. Also auch mit der Klimabewegung. Also hinterfragt man sich sehr oft, weshalb esse ich zum Beispiel Fleisch oder wie gut ist Brot, weil es hat ja ganz viel Gluten und so weiter und so fort. Ah ja. Ja, ich dachte, die würden lieber mehr zum McDonald's essen oder Kentucky Fried die Chicken. Auch. Ja. Auch, ja. Ja. Genau, ja. Ja, also wir machen jetzt den ganzen Tag Ausflug, ja? Mhm. Also das heißt, wir machen so eine Runde um die Insel, so eine kleine Runde, so mehr hier im Osten. Und den Vulkan werden wir dann auch sehen, aber den aktiven Teil vielleicht. Also den aktiven Teil können wir leider nicht sehen, weil der aktive Teil einfach dort in dem Krater ist. Ja? Also das nennen wir dann Gunung Barujari, ja? Also der neu erschaffene Berg, sowas, oder neu entstandene Berg, ja? Nach dem großen Vulkanausbruch vor vielen, vielen Jahren, ja? Vor 100 Jahren, 200 Jahren zum Beispiel, dass man damals auch schon in Europa gemerkt hat, ja? Also weil die Vulkane irgendwie mal so oft damals so heftige Ausbrüche hatten, ja? Ausbrüche. Und wie zum Beispiel 1883 war der Krakatau ausgebrochen und dann war Himmel für ein paar Monate irgendwie auch dunkel, sei, ja, also und dann war auch schon schwierige Zeit für die Ernte, für Anpflanzen zum Beispiel, Reis. Ja. Und, aber jetzt bei uns ja, sind natürlich noch aktiv, ja, die vielen Vulkane, besonders ja, die vielen Inseln bei uns, ja, die sind alle vulkanisch. Ja. Also
Es fängt ja von Sumatra an, ja, dann verläuft sich dann über Java, Bali und dann Lombok, ja, weiter nach Osten, Sumbawa, Flores, und da ist dann auch schon diese Inselkette, dieser sogenannte Cheram-Bogen, ja. Also da sind ja kleine Inseln da, die sind alle vulkanisch, ja. Und dann hier auf Lombok zum Beispiel, der Rinjani wird auch schon sehr viel bestiegen, ja. Da sind immer jeden Tag viele Leute da unterwegs. Es wurde damals gesagt, ja, im Schnitt sind ja ungefähr 800 Menschen unterwegs da. Also das macht auch schon oft dann Probleme, also dass Leute manchmal auch Abfall auch schon wegwerfen. Aber natürlich, jetzt wird alles dann kontrolliert. Also wenn man dann hochgeht jetzt zu dem Vulkan, wird alles dann kontrolliert, was die dann mitnehmen. Und die sollten das mitnehmen, wenn die dann aufgebraucht haben. Ja? Den Abfallmüll müssen die dann zurückbringen. Ja? Also mitnehmen, ja? Wieder zurück. Ja? Und hoffentlich dann funktioniert das, ja, dass es dann überhaupt kein Problem da oben gibt, ja, mit Müll. Ja. Aber natürlich habe ich dann auch schon einen neuen Bericht gehört, ja, das läuft alles schon sehr gut jetzt mit dem Plan, also mit der neuen Regelung, ja, dass Leute halt Müll wieder zurück mit